Jetzt zum politischen Referat, zum ersten politischen Referat. Ich darf Dr. Markus Notter zu mir bitten. Er ist, war langjähriger Regierungsrat des Kantons Zürich, Vorsteher des Justizdepartements. Er ist inzwischen auch universitär tätig. Er ist Ehrendoktor der Universität Zürich und Vorsteher des Europa-Instituts der Universität Zürich. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich freue mich hier zu diesem Thema politische Herausforderungen aus Sicht der Politik etwas zu sagen als langjähriger Politiker, der sehr jung in ein Amt gekommen ist. Ich bin jetzt fast ein bisschen unsicher, ob ich es sagen darf. Ich bin mit 30 Stadtpräsident geworden in Dietikon in direkter Wahl. Ich war dann aber eben relativ lange Justizdirektor im Kanton Zürich. Die durchschnittliche Verweildauer ist auch nicht so lange, wie ich war. Ich war 15 Jahre Justizdirektor und habe dann aber aus eigenem Antrieb aufgehört. Meine Damen und Herren, ich habe vier Herausforderungen. Eine deckt sich fast ganz genau mit der von Herrn Auer. Ich kann es dort dann relativ kurz machen. Erster Punkt. Ich sage, Demokratie braucht eine Unterscheidung zwischen Öffentlichkeit und Privatheit. Und Demokratie, der Staat, aber auch der demokratische Staat, braucht eine gesicherte Privatheit. Ich meine festzustellen, dass die Grenze zwischen Öffentlichkeit und Privatheit in den letzten Jahren sich verschoben hat, dass sich auch das politische Instrumentarium wesentlich verändert hat. Politiker hatten schon immer die Neigung, nahe beim Volk sein zu wollen. Das gehört zum Geschäft, man muss ja auch gewählt werden. Aber nahe beim Volk sein hieß bis vor kurzem jedenfalls noch in öffentlichen Versammlungen bei den Leuten zu sein, mit Themen, die eben öffentliche Themen sind. Kürzlich hat mir eine Nationalrätin erklärt, sie sei die Politikerin mit den meisten Facebook-Freunden. Ich habe gar nicht genau gewusst, was das ist. Sie war stolz darauf und hat mir gesagt, dass sie jetzt offenbar so kommuniziert. Sie ist nicht die Einzige, das machen offenbar alle. Es wird auch getwittert über alles und jedes. Ich glaube auch aus nicht nur Ratssälen, sondern auch aus Nebenräumen von Ratssälen wird bei jeder Gelegenheit etwas von sich gegeben, auch eben über Twitter. Es ist hier, glaube ich, eine neue Dimension hineingekommen. Und ich sage nicht, dass der Boulevard, der politische, dass es den nicht gegeben hätte vorher schon, aber ich glaube, mittlerweile ist er auch in den Ratssälen wirklich angekommen. Es gibt keine erkennbare Unterscheidung mehr, finde ich, zwischen öffentlich und privat. Und damit wird auch jedes private Schicksal eigentlich zu einem öffentlichen Skandal. Ich bin häufig gefragt worden, auch als Justizdirektor, Herr Regierungsrat, wie viele Kanarienvögel müssen noch sterben, bis die Politik endlich eingreift? Oder etwas ernster und dann auch beklemmender, nicht wahr, dass es auch gerade im Bereich von Verbrechen dann diese bohrenden Fragen gibt, warum musste Sindi sterben? Und wir wissen es, sie musste sterben, weil die Politik versagt hat. Weil die Politik versagt hat. Meine Damen und Herren, es gibt zweifellos eine gesellschaftspolitische Seite von privaten Schicksalen. Das gibt es, nicht wahr? Und man kann natürlich und muss auch die Frage stellen, welche Rahmenbedingungen sind vorhanden. Es gibt auch typische Risiken, die man gesellschaftlich bewältigen muss und will. Ich denke an Alter, Invalidität, Gesundheit etc. Ich möchte das nicht kleinreden und das ist Teil unseres Sozialstaates. Aber man kann nicht jedes private Schicksal vergesellschaften. Im Moment habe ich den Eindruck, ist diese Haltung vorhanden, es ist diese Entwicklung da, es gibt eine Omnipotenz auch der Politik und damit oder ein Anspruch der Omnipotenz der Politik, wir haben es gehört, und damit auch der Demokratie. Demokratie setzt aber eben Grundrechte voraus, insbesondere auch den Schutz einer Privatheit. Demokratie kann es nur im Rahmen der Res Publica geben und nicht im Rahmen von privaten Schicksalen und privaten
Angelegenheiten. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, der wir uns aufgrund dieser gesellschaftlichen oder gesellschaftspolitischen Entwicklung stellen müssen. Das heißt auch, meine ich, dass es zunehmend auch ein Risiko eines Populismus gibt in der schweizerischen Demokratie. Wenn die Politik, wenn der Staat für alles zuständig ist, auch für private Geschichten zuständig ist, und wenn eben der Postbeamte von einem Hund gebissen wird, dann ist das nicht ein Problem, dass man zwischen dem Hundehalter und dem Postbeamten und seinen Vorgesetzten löst, sondern ist das ein Problem, das in die Parlamente getragen werden muss. Ja, meine Damen und Herren, dann gibt es eine Allzuständigkeit der Politik und damit auch der Demokratie. Aber Demokratie setzt eben rechtlich geregelte Verfahren voraus. Demokratie heißt, dass in Verfahren entschieden wird, die nach rechtlichen Regeln ablaufen. Populismus heißt, es gibt eine unbestimmte Allzuständigkeit. Man kann zu allem und jedem plötzlich sagen, ja, was meint das Volk? Es gibt auch diese Tendenz dann, die rechtlich geregelten Verfahren zu ersetzen durch eine Umfrage-Demokratie, und die Parlamentarier, die Politiker reagieren darauf auch. In der Demokratie zählt die Stimme. Im Bereich des Populismus zählt die Stimmung. Und ich habe den Eindruck, dass wir in den letzten Jahren in diese Richtung, aufgrund auch eben dieser gesellschaftlichen Entwicklung, uns hin entwickelt haben. Das finde ich problematisch. Das finde ich für unsere direkte Demokratie schwierig. Es gibt eine Vermischung zwischen Populismus und direkter Demokratie. Und hier müssen wir, glaube ich, genau sein. Und wir müssen auch klar machen, es gibt nur rechtlich geregelte Mitwirkungen. Es gibt Zuständigkeiten und es gibt keine Allzuständigkeit des Volkes. Das ist, glaube ich, eine auch Aufgabe der Politik und der Politikerinnen und Politiker, das den Bürgerinnen und Bürgern klarzumachen, die das, glaube ich, dann schon auch sehr schnell begreifen. Das ist mein erster Punkt, die Herausforderung, sage ich einmal, des Populismus aufgrund dieser Verwischung von der Grenze zwischen öffentlich und privat. Zweiter Punkt, und der deckt sich mit dem, was Herr Professor Auer gesagt hat. Demokratie setzt voraus, dass es keinen willkürlichen Ausschluss derer gibt, die von den Entscheiden betroffen sind. Keinen willkürlichen Ausschluss. Und in unseren Verhältnissen, ich kann das vielleicht noch etwas pointieren, ist das so, dass wir im Kanton Zürich 24% Ausländeranteil haben. Ich komme aus einer Stadt, wo ich eben einmal Stadtpräsident war, Dietikon, 40% Ausländeranteil. 40%. Die meisten größeren Zürcher Gemeinden haben mindestens 30% Ausländeranteil. Der höchste Anteil ist in meiner Nachbargemeinde Schlieren mit 43,6%. Diese Leute sind ausgeschlossen von der demokratischen Mitwirkung. Man kann das vielleicht noch rechtfertigen und sagen, das ist nicht willkürlich bei der ersten Ausländergeneration, die zuwandert. Da kann man vielleicht noch sagen, die haben sich freiwillig dazu entschieden, hierher zu kommen und sich diesen Entscheiden zu unterwerfen. Aber spätestens mit der zweiten und dritten Generation geht diese Argumentation nicht mehr. Wer hier geboren ist, meine Damen und Herren, wer hier geboren ist, kann meines Erachtens nicht einfach ausgeschlossen werden von der Mitwirkung, erst recht nicht in einem direkt demokratischen System. Die Anstrengungen zur Einführung eines Ausländerstimmrechts, Herr Auer hat darauf hingewiesen, sind vielfältig. Sie sind erfolgreich in den welschen Kantonen gewesen, was die kommunale Ebene anbelangt. Neuenburg und Jura wurde auch erwähnt. Immerhin kann ich hier auch sagen, dass der Regierungsrat des Kantons Zürich im Mai 2006 sich für das Ausländerstimmrecht ausgesprochen hat, mit sehr überzeugenden Argumenten, leider aber nicht durchgedrungen ist mit seinen Argumenten vor dem Parlament. Diese Einzelinitiative, auch ein Instrument, das im Kanton Zürich
zur Verfügung steht, wurde vom Parlament nicht sogenannt definitiv unterstützt und ist deshalb nicht weiterverfolgt worden. Ich habe jetzt neuestens einen Bericht des Regierungsrates gelesen vom April 2012. Da ist er anderer Meinung und lehnt das Ausländerstimmrecht ab. Mit weniger überzeugenden Argumenten habe ich den Eindruck, aber ich war jetzt auch nicht mehr dabei und konnte nicht wirklich mitverfolgen, was die Argumente waren. Jedenfalls das Schriftliche hat mich nicht überzeugt. Und ich nehme es aber so zur Kenntnis. Also es gibt offensichtlich keinen Trend oder keinen Zug in Richtung Ausländerstimmrecht und Behörden, die sich einmal dafür ausgesprochen haben, neigen offenbar auch dazu, diese Meinung wieder zu ändern, leider. Ich glaube, das ist ein echtes Problem, eine wirkliche Herausforderung. Ich komme zum dritten Punkt, die Frage in unseren komplizierten Verhältnissen, die Frage, gibt es überhaupt noch in der Schweiz einen Raum, um die direktdemokratischen Instrumente weiterzuentwickeln? Oder sind wir an einem Punkt angelangt, wo man sagen muss, wir haben alles, freut euch des Lebens und ändert möglichst nichts mehr? Nun, es gibt ein praktisches Beispiel. Die neue Zürcher Kantonsverfassung ist 2005 in einer Abstimmung angenommen worden und der Verfassungsrat hatte den Ehrgeiz entwickelt, ein Ensemble von Volksrechten zu schaffen, das es so nirgendwo gibt. Das war die ausdrückliche Zielsetzung des Verfassungsrates in Tradition zur Vorgängerverfassung von 1869, die schon eigentlich diesen Ansatz hatte. In Zürich ist direktdemokratisch nicht sehr viel erfunden worden, aber es ist alles zusammengefügt worden und dadurch wurde quasi auch ein besonderes Werk geschaffen. Es wurden mit der neuen Zürcher Kantonsverfassung die Unterschriftenzahlen gesenkt. Das ist eigentlich eher atypisch. In der Vergangenheit wurden die Unterschriftenzahlen eher heraufgesetzt, auch aufgrund der demografischen Entwicklung. Man sagt, man hat mehr Stimmberechtigte, also kann man auch die Unterschriftenzahlen heraufheben. Der Verfassungsrat hat das Gegenteil gemacht, mit einer Begründung, die so, glaube ich, nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Es wird zunehmend schwieriger, Unterschriften zu sammeln, weil diese Öffentlichkeit, die früher vorhanden war, insbesondere an den Abstimmungswochenenden vor den Urnen, vor den Abstimmungsurnen, weil diese Öffentlichkeit immer kleiner wird, weil der größte Teil der Stimmberechtigten heute von der Möglichkeit der brieflichen Stimmabgabe Gebrauch macht. Im Kanton Zürich sind das 70, fast 80%, die brieflich abstimmen. Also die Leute erscheinen nicht mehr physisch vor einem Ort, wo man sie auch ansprechen kann und wo man sie fragen kann, unterschreiben sie, wo man auch weiß, man hat einen hohen Anteil von Stimmberechtigten. Die meisten, die in Abstimmungslokale gehen, sind stimmberechtigt. Das hat man so immer weniger. Und das ist, glaube ich, ein überzeugendes Argument, dass es eher schwieriger geworden ist, überhaupt Unterschriften zu sammeln. Die Senkung von 10.000 auf 6.000 bei der Initiative und von 5 auf 3.000 hat natürlich dazu geführt, das ist so, dass vom Instrument mehr Gebrauch gemacht wurde. In der Zeit von 1995 bis 2004 sind im Kanton Zürich 38 Volksinitiativen eingereicht worden. Zwischen 2006, dem ersten Jahr des Inkrafttretens der neuen Verfassung, bis 2012 wurden 46 Initiativen lanciert. Drei davon sind nicht zustande gekommen, trotz dieses tiefen Quorums. Immerhin drei haben das gar nicht geschafft. Und von diesen 43, die zustande gekommen sind, sind 20 behandelt worden, 14 noch pendent. Es ist nicht ganz der neueste Stand, aber vor 2-3 Monaten war das so. Von den 20 behandelten Initiativen wurden 13 in Volksabstimmungen abgelehnt, 4 wurden in der Volksabstimmung angenommen, trotz eines Gegenvorschlages, 3 wurden angenommen ohne Vorschlag. Es sind also 7 angenommen worden von diesen 20. Die
neue Regelung des Initiativrechts hat erwartungsgemäß zu einem vermehrten Gebrauch dieses direktdemokratischen Instruments geführt. Die Bilanz mit 4 bzw. eben 7 angenommenen Volksinitiativen auf 20 behandelte, kann sich aus Sicht der Initiantinnen und Initianten kann sich sehen lassen. Dazu kommt die Annahme eines direkten Gegenvorschlages. Und die meisten der neu zurückgezogenen Initiativen haben zudem gesetzgeberische oder politische Aktivitäten im Sinne dieser Begehren ausgelöst. Man kann also feststellen, dass es eine Belebung gegeben hat der politischen, die direktdemokratischen politischen Aktivitäten im Kanton Zürich. Im Vordergrund sind Fragen der Finanz- und Verkehrspolitik gestanden, aber auch Umwelt- und Bildungsfragen waren bei den Begehren sehr stark vertreten. Die Wirksamkeit der Volksinitiativen und ihr Einfluss auf die kantonale Gesetzgebung und die politische Debatte haben sich also im Kanton Zürich mit der neuen Kantonsverfassung noch einmal verstärkt. Es gibt also Möglichkeiten, wenn man die Instrumente so ausgestaltet, dass hier noch einmal eine größere Beteiligung und eine größere Dynamisierung stattfinden kann. Ich glaube, das ist bemerkenswert, weil man feststellen muss, dass in den letzten Jahren die Kompetenzen, die die Kantone hatten zur Regelung eigener Geschäfte, eher abgenommen haben. Wir hatten in den letzten Jahren einen Zugang zur Zentralisierung. Es gibt immer mehr Bundeskompetenzen. Das hat aber nicht dazu geführt, dass quasi das politische Leben in den Kantonen ausgetrocknet wäre. Im Gegenteil, mit einer neuen Ausgestaltung der direktdemokratischen Möglichkeiten hat sich das sogar noch verstärkt. Ein Wort zum konstruktiven Referendum. Das wurde neu eingeführt. Die Möglichkeit, dass man ein Referendum ergreift, Unterschriften sammelt, nachdem entschieden worden ist, aber nicht nur sagt, ich will, dass darüber abgestimmt wird, sondern sagt, ich will, dass darüber abgestimmt wird und ich habe noch einen besseren Vorschlag. Und als Alternative muss dieser bessere Vorschlag auch in die Abstimmung. Eine an sich gute Idee, weil sie dazu führt, dass man am Schluss nicht nur ein Nein hat, sondern vielleicht eben auch eine Alternative hat. Es hat im Kanton Zürich in dieser Zeit nun 7 solcher konstruktiver Referenden gegeben. Das wurde also seit Inkrafttreten in 7 Fällen wurde davon Gebrauch gemacht und in 2 Fällen hatten wir dreifach Abstimmungen. Einmal, weil 2 konstruktive Referenden eingereicht wurden, einmal, weil das Parlament schon eine Variante selber ins Gesetz hineingeschrieben hat. Das führt zu komplizierten Abstimmungsverfahren, das ist wahr, zur Notwendigkeit, über 3 Hauptfragen abzustimmen und dann mit 3 Stichfragen in der Regel, das letzte Mal waren es nur 2, hat Gründe, muss man ziemlich kompliziert da seine Meinung zum Ausdruck bringen, etwa gleich kompliziert, wie wenn Sie einen Lottozettel ausfüllen. Es ist nicht so, meine Damen und Herren, bin ich der Meinung, dass die Leute grundsätzlich davon überfordert wären. Wenn man sieht, es sind 2% weniger, die einen Zettel eingelegt haben bei der komplizierten Abstimmung, 2% weniger, das ist nicht so viel. Alle Ergebnisse dieser komplizierten Abstimmung, dieser 2, aber auch der anderen 5 Abstimmungen, haben meines Erachtens plausible Ergebnisse erbracht. Es war nicht so, dass man den Eindruck hatte, das sei irgendwie widersprüchlich und nicht verstanden worden. Aufgrund der politischen Debatte, aufgrund der Positionierung der politischen Parteien musste man oder konnte man mit diesen Ergebnissen rechnen. Es ist ein plausibles Ergebnis herausgekommen. Ich bin deshalb sehr dagegen, dieses Instrument, was der Zürcher Kantonsrat jetzt vorgeschlagen hat, dieses Instrument schon wieder abzuschaffen. Das ist meines Erachtens falsch. Direkt demokratische Instrumente müssen sich auch in der politischen Praxis bewähren. Und es ist so, dass diese Dreifachabstimmungen vor allem deshalb entstanden sind, weil das politische Establishment, sage ich jetzt einmal, dies so gewollt hat und diese konstruktiven Referenden so eingesetzt hat. Es war nicht das Volk. Quasi das Einfachste, das waren die politischen Parteien, einmal die Grünliberalen, einmal war es das Parlament selbst, das mit der Variantenabstimmung zu dieser Dreifachkonstellation beigetragen hat. Meines Erachtens ist das völlig falsch, nach 5 oder nach 6 Jahren ein direktdemokratisches Instrument abzuschaffen.
Solche Instrumente müssen sich langfristig bewähren. Und ich glaube, die schweizerische direkte Demokratie hat davon profitiert, dass wir eine lange Erfahrung mit diesen Instrumenten haben. Und mit der Zeit realisieren auch die politischen Akteure, was geht und was nicht geht. Sie reagieren auf Niederlage und Erfolg. Und deshalb bin ich zuversichtlich, dass auch dieses Instrument sich gut entwickeln kann und einen Beitrag leisten kann zur Verfeinerung und Verbesserung der Direktdemokratie. Demokratischen Mitwirkung. Ich fände es falsch, wenn wir jetzt hier schon wieder eine Änderung vornehmen würden. Im September dieses Jahres werden die Stimmberechtigten darüber abzustimmen haben, ob sie dieses Instrument wieder abschaffen wollen oder nicht. Es hat einmal die These gegeben, ich glaube, sie stammt von Kurt Eichenberger, dass man einmal eingeführte direktdemokratische Instrumente nicht mehr abschaffen könne. Ich hoffe, dass er recht hatte. Wir werden das aber sehen in der Volksabstimmung. Ich glaube auch, und das ist der Vorteil des Föderalismus, dass man auf kantonaler Ebene auch Experimente machen kann mit solchen Instrumenten. Es gibt ein Labor oder es gibt ein Labor des Föderalismus. Man kann Versuche machen, ohne dass große Unglücke passieren. Und deshalb sollte man im Kanton Zürich mit diesem Instrument weitere Erfahrungen sammeln. Andere Kantone haben es auch schon. Bern hat es eingeführt und Nidwalden. Interessanterweise ist das dort fast nie zur Anwendung gekommen. Das spricht etwas über die oder sagt etwas aus über die politischen Verhältnisse, mehr als über die rechtliche Ausgestaltung. Und es ist eigentlich schön, oder, dass im Kanton Zürich das Instrument auch gebraucht wird, auch wenn einige vielleicht den Eindruck haben, es sei zu häufig gebraucht worden. Also ich glaube, es gibt noch Raum zur Weiterentwicklung und zur Verbesserung der direktdemokratischen Instrumente. Wenn ich einen Satz noch sagen darf zu Herrn Patzelt, ich glaube nicht, dass man nur das Heil suchen soll im Referendum, finde ich. Wenn man die Geschichte der direktdemokratischen Instrumente in der Schweiz anschaut, dann stellt man fest, dass das Referendum von Anbeginn weg, auch von den Motiven her, was die Einführung anbelangt, eigentlich immer einen konservativen Charakter hatten. Oder? Man kann etwas verhindern, man kann Nein sagen. Aber dann hat es sich dann auch, dann ist fertig. Und ich glaube, die schweizerische direkte Demokratie, ich kann zu Deutschland nichts sagen, aber lebt davon, dass man nicht nur Nein sagen kann, sondern dass man auch anregen kann, dass man auch etwas in die Diskussion bringen kann, was vielleicht die etablierten politischen Kräfte nicht aufnehmen würden. Und die Geschichte der Volksinitiative zeigt, dass sie eben nicht nur beurteilt werden kann aufgrund der effektiven Annahme der einzelnen Initiativen, sondern man kann sie gerechterweise nur beurteilen, wenn man die Gesamtbeeinflussung des Systems durch die Volksinitiativen mit betrachtet. Und dann, glaube ich, ist es beträchtlich. Und jedenfalls für die schweizerischen Verhältnisse, meine ich, ist es eine Notwendigkeit, dass wir neben einem eher bremsenden Instrument eben auch ein antreibendes Instrument haben. Unser Land ist nicht in Gefahr, allzu sehr angetrieben zu werden. Die Bremswirkungen sind sehr, sehr hoch. Ich komme, meine Damen und Herren, zum letzten Punkt, Frage auch eben der politischen Öffentlichkeit. In der direkten Demokratie kann sich die Machtfrage nicht in jeder Sachfrage stellen. Das ist auch etwas, was das System nicht zulässt. Man kann sich nicht vorstellen, dass nach jeder Volksabstimmung der betroffene Bundesrat, der betroffene Regierungsrat zurücktreten müsste und es zu einem Machtwechsel kommen müsste. Das wäre eine permanente Regierungskrise und würde bei 4 Abstimmungen im Jahr nicht funktionieren. Deshalb ist klar, Volksabstimmungen, Volksentscheide, die stellen eigentlich nicht die Machtfrage im Ganzen, sondern sie entscheiden eine Sachfrage. Und
Deshalb muss man akzeptieren in der direkten Demokratie, dass die Macht geteilt ist. Die Regierung hat sie nicht alleine mit dem Parlament, sondern es wird der Regierung dann und wann eben auch in das Steuerrad hineingegriffen und es wird da und dort etwas, was man hätte machen wollen, nicht möglich, weil es einen entsprechenden Entscheid gegeben hat. Macht wird also zusätzlich geteilt in einem direktdemokratischen System. Niemand hat das alleinige Sagen. Solange unbestritten war, dass die Macht geteilt werden muss, geteilt werden soll zwischen parteipolitischen und sozialen Kräften, wie auch zwischen Sprachregionen, solange blieb auch Raum für politische Auseinandersetzung, die sich an den Sachfragen orientiert. Ich habe den Eindruck, das habe sich in den letzten Jahren in der Schweiz etwas geändert. Wenn nämlich die Machtfrage gestellt wird, ist der politische Wille maßgebend. Dann kommt es nur darauf an. Ich habe aus meinen Erinnerungen, ich war viel als Kind in Österreich in den Ferien, immer den Eindruck gehabt, wenn ich österreichische Nachrichten, Fernsehnachrichten und so gesehen habe, dass dort eigentlich immer die Politiker erklärt haben, was sie meinen. Sie haben immer Politik dargestellt. Das war mein Eindruck damals. Hauptinhalt der Information war meist die Beurteilung einer bestimmten politischen Einschätzung, eines Sachverhalts oder einer politischen Forderung durch Vertreter anderer politischer Parteien. Der hat das gesagt, was sagen Sie dazu? Ich sage das, der sagt das. Es wurde immer dauernd darüber geredet, was andere geredet haben. Das war mein damaliger Eindruck. Das hat mich etwas verwundert. Ich hatte den Eindruck, in der Schweiz sei das etwas anders. Da fand ich, es fände eine permanente Auseinandersetzung darüber statt, wie man die Welt zu verstehen habe. Ein Kampf um Meinungen. Natürlich gehört das zu jeder politischen Auseinandersetzung, aber die Meinungen sollten sich doch auf Sachverhalte beziehen, die dem Grundsatz nach von allen in gleicher Weise erkannt werden können. Um ein Ereignis und seine Bedeutung zu bewerten, muss ein minimales gemeinsames Verständnis dieses Ereignisses gegeben sein. Und das schien mir eben dort nicht der Fall zu sein. Die politische Auseinandersetzung in der Schweiz war nach meiner Auffassung damals weniger geprägt von dem, was die Politiker sagten und meinten, als was sie machten, in den Parlamenten und Regierungen konkret entschieden hatten. Die Berichterstattung bezog sich auf Entscheidungen. Das setzte Sachwissen voraus und die Stimmberechtigten wurden punktuell in diese Entscheidungen mittels Referenten oder Initiativen einbezogen. Und neben den institutionellen Bedingungen für eine solche Form der Politik war eben auch eine mediale Öffentlichkeit dafür vorhanden. Der jüngste Strukturwandel der Öffentlichkeit ist einer solchen Form der politischen Auseinandersetzung aber wenig zuträglich. Ich habe das Jahrbuch Qualität der Medien konsultiert, herausgegeben vom Forschungsbereich Öffentlichkeit und Gesellschaft der Uni Zürich. Und da kann man nachlesen, wie das beurteilt wird. Die Stichworte sind Abbau von Ressorts in den Redaktionen und damit von Spezialwissen über Teilbereiche der Gesellschaft, zunehmende Personalisierung, Privatisierung, Konfliktstilisierung und Skandalisierung der Berichterstattung, neue Spielregeln der Aufmerksamkeit mit einem Schwerpunkt auf Empörungsbewirtschaftung und Vertrauensverlust beim Publikum. Und gleichzeitig wurde im bürgerlich-politischen Lager eine neue rechtsnationale Kraft etabliert und von ihr ein Kampf um Dominanz und Definitionsmacht geführt. Und das Ergebnis, meine Damen und Herren, ist meines Erachtens ernüchternd. Die politische Auseinandersetzung hat sich auch in der Schweiz oder konzentriert sich auch in der Schweiz auf empörungsträchtige Events und Kampagnen, die gleichermaßen Aufmerksamkeit für das politische Personal und für die Medien sichern. Die Politik wird dadurch banalisiert, personalisiert und trivialisiert. Und diesbezüglich scheint die Schweiz mit ihrem Sonderfall und eben auch mit ihrer direkten Demokratie
etwas in Schieflage und in Schwierigkeiten zu geraten. Die direkte Demokratie setzt die Möglichkeit der Auseinandersetzung um Sachfragen voraus und eben auch eine politische Öffentlichkeit, die dies zulässt, und eine Mediensituation, die dies möglich macht. Und das, meine Damen und Herren, ist eben die letzte Herausforderung, die ich hier bezeichnen möchte. Wir müssen Sorge tragen um eine politische Öffentlichkeit, die unser direktdemokratisches System überhaupt möglich macht. Wie wir mit diesen Herausforderungen umgehen werden, weiß ich auch nicht. Sie werden uns jedenfalls in den nächsten Jahren noch weiter beschäftigen und Gegenstand von solchen interessanten Tagungen sein können, wie diese, die Sie da veranstaltet haben. Besten Dank.